Hey Leute, ich bin im Zwerghamster und willkommen zurück zu Dead Space 3. Pure Survival Mode. Okay. Hier gibt's was anzumerken. Ich musste von dem Punkt an, wo wir jetzt gerade sind, nochmal neu starten. Wegen. Die Aufnahme war einfach scheiße. Ihr habt selber gemerkt, dass es gehalten hat wie Sau. Und ich konnte das nicht wegmachen. Es ging einfach überhaupt nicht weg. Und deswegen muss ich dieses Segment hier nochmal neu machen. Ich habe damit quasi im Wesentlichen eine Folge verloren. Aber. Hey, was soll's? Dafür ist es ein Computerspiel, dafür kann man es immer wieder machen, bis es uns zu den Ohren raushängt. Okay, gut. Wir sind gerettet worden, haben gerettet, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, und wir sollen uns jetzt zur Brücke begeben und mit Captain Roberts sprechen. Dann würde ich doch sagen, tun wir das. Die USM, Eudora. USM. Ja. Alright. Eine der Sachen, von denen ich natürlich noch weiß, dass sie da sind. Hier das Artefakt. Moment. Das sollte nicht passieren. Okay, bei den nächsten Drops werde ich sehen, ob es immer noch der Pure Survival Mode ist. Müsste es aber sein. Das ist das Artefakt, das ich hier gefunden habe. Das lag hier. Logbuch des Captains, Robert Norton. Clark hat es uns nicht unbedingt leicht gemacht, ihn zu finden. Kann es ihm nicht vorwerfen. Ist vor Earthgraf geflohen, seit der Titan Station entkommen hat, mit den ganzen Marker-Geheimnissen in seinem Kopf. Wenn's nicht nach Ellie wäre, würden wir nicht wissen, wo wir nach ihm suchen sollten. Setzen gerade einen Kurs zur New Horizon Mondkolonie diesen Morgen. Wir haben diesen Morgen Kurs für die New Horizon Kolonie auf dem Mond gesorgt. Der Trick ist jetzt, ihn zu finden, bevor Danik es tut. Er ist es besser wert. Alter, du kannst deinen Arsch drauf verwetten, dass ich es wert bin. Ich bin also Clark. Okay, du kannst aufhören zu zielen, danke. Könntest du aufhören zu zielen? Jetzt? Okay. Keine Ahnung, was der da für einen Spaß da hat mit der Tastatursteuerung. Die Tastatursteuerung mag mich nicht. Die mag mich überhaupt nicht. Er ballert nicht, wenn er ballern soll. Er macht so einen Mist, wenn er es nicht machen soll. Ich weiß jetzt schon, dass mir das sowas von in den Arsch ficken. Dass mir das sowas von in den Arsch treten wird. Das wird überhaupt nicht lustig. Gar nicht. Alright, people, we're going in blind. So stay tight on that exit vector. Warp Factor 5 oder so, keine Ahnung. Locked, de-shocking in 5, 4, 3, 2, 1. Falls sich jetzt irgendjemand irgendwie bemogelt fühlt, das Healthpack habe ich jetzt quasi benutzt, weil. This is a junkyard. More yep. Like a graveyard. Any sign of Ellie's ship? I'm reading several transponders, but none of them are ours. According to the registry, they're sovereign colonies warships. Are you serious? They'd be over 200 years old. Wait, I'm getting something. It's an SOS coming from that ship. Dazu komme ich später noch. 200 Jahre alt. It could be Ellie. Yeah, let's hope so. All right, Rosen, close to 500 clicks. Aye, sir. Lights. The beacons? Hang on. No. My! Frozen! Get us out of here! Collision warning. Brace for impact. I can't.
Seit ich hier der Ingenieur bin, verdammte Scheiße. Ah Mann, Isaac Clarke, so intens. Ah, Isaac Clarke. Au, au, au. Jedes Mal das Gleiche, jedes Mal. Lauf, 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 lauf. Nicht in die Luft fliegen, das ist uncool. Renn einfach, renn, renn, renn und nicht sterben. Hier, Mac, Mac kann ich nicht benutzen, okay? Scheiße, okay. Ich weiß nicht, ob man bei der Sequenz draufgehen kann. Ich hab nicht vor, es rauszuflippen. Der Anzug angelegt ist. The room sealed. What now? I'm gonna try to free it from out here. Was mir gerade auffällt, das Schiff scheint relativ. Das Schiff scheint ja an sich relativ, ich weiß nicht, so von jetzt so von hier betrachtet, das Schiff scheint relativ groß zu sein, aber dass den Minenangriff zum einen alle überlebt haben und war, so wie es aussieht. Dass alle das überlebt haben und anscheinend dieses ganze Schiff, so groß das aussieht, nur von den paar Leuten geflogen wird. Mal schauen, wie oft wir drauf gehen. Ich mag solche Sequenzen nicht. I can't slow it down. Try to steer towards me. I can almost reach you. Whoa, fine. So, jetzt habe ich glaube mein letztes Medpack verbraucht, weil die Minen können einen auch killen. Ich meine, duh, es sind Minen, aber. Isaac, where are you? I'm coming. Just hang on. Alter, nerv mich nicht mit deinem Scheiß. Ich bin gerade beschäftigt, awesome zu sein. Ich muss durch ein Minenfeld, durch ein Trümmerfeld mit Minen und außerdem Trümmern und Minen fliegen, um deinen bescheuerten Arsch einzuholen. Das geht mir nicht auf die Eier. Oh mein Gott, geht mir die Mühe aus. Oh mein Gott. Oh no. Oh no. I got it. Get it under control. Arm ab. Nee, doch nicht. It's slowing. Okay. Okay. There we go. Jesus. Let's not do that again. Can you make it to that cargo dock? Yeah. Agreed. You think there's air on board? Ellie's SOS is coming from somewhere inside, so let's hope so. Na, besser davon gekommen als befürchtet. Aber das ist genau das, was Dead Space gebraucht hat. Ich meine, ich mochte die 0G-Mechanik aus dem 1er auch. Aber das hier ist einfach so viel cooler. Im 2er haben sie es ja schon in Innenräumen ja schon so gemacht, dass du dich so bewegst. Aber jetzt hier tatsächlich im Orbit von irgendeinem Planeten rumguffeln mit hier dem. Ich meine, das ist einfach geil. Da kann man sagen, was man will. Naja, egal. Da. Gibt's hier Loot? Ich dachte, hier gäb's Loot. Sieht nicht so aus. Oh God, it looks like the power's out everywhere. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get inside. Die Zukunft macht echt faule Arschlöcher aus uns.
Weil das hier ist ja eindeutig eine mechanische Notverriegelung. Aber nein, wir benutzen nicht unsere Hände, weil dafür sind wir viel zu aus der Zukunft, keine Ahnung. Space Magic! Well, got air. Dust. Any sign of Ellie? No. Looks like I'm the first person through here in a long time. I'll try to open the cargo doors. Hang on. Na toll. Wenigstens muss ich hier meine Luft nicht unnötig aufblasen. Das, was ich da hatte, ist nur was. 3 Minuten, das reicht locker für eigentlich fast alles. Ich weiß nicht, ob es hier so ein Dead Space 2, aber es gibt, glaube ich, eine Sequenz da, wo ein bisschen mehr Luft nett wäre, aber nicht notwendig. Da, das auch. Sind wir alle so faul in der Zukunft? Ich meine, wen frage ich da überhaupt? Gerade ich habe da Grund, mit euch zu reden, ne? Ja, wir sind so faul in der Zukunft. Scheiße, ich wäre so faul in der Zukunft. Was geht die Alufolie durch, ja? Schau sich das einer an und sagt mir einer, das sieht nicht nach Alufolie aus. Wunder, dass ihr überhaupt alle so, lange überlebt habt, ihr Fichten. Naja. Ich beschwere nicht, ich hate nicht rum. Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rosen in lock. Send me the coordinates. I'll go check it out. Here you go. Ich vermute mal, das soll irgendwie so Isolationsding sein. Ja, hier. Iso-Teil. Thermal-Dingens. Hey, Carver. So ist der Grund, warum der Singleplayer besser funktioniert, als viele Leute befürchtet haben. Eines der großen Kritikpunkte an Dead Space 3 war, ja, ich weiß. Eines der großen Kritikpunkte an Dead Space 3 war ja, ja gut, das war vielleicht jetzt nicht so gescheit, war, dass, ja, Co-op ist kein, davon, dass es im 2 aufgehört hat, ein Horrorspiel zu sein, das einfach nur ein bisschen atmosphärisch ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber die Tatsache, dass ein zweiter Spieler da ist, der einem hilft, macht unglaublich viel aus. Es nimmt unglaublich viel Spannung aus dem Ganzen raus. Aber ich finde, das haben sie geschickt umgangen im Singleplayer-Modus. Weil immer irgendein Grund gefunden wird, warum Carver nicht bei dir ist, sondern er zurückbleibt oder eine andere Route geht oder irgendwie irgendwas. Irgendwas ziehen sie sich immer aus dem Hintern. Und das ist ein guter Kompromiss, finde ich. Looks like someone shut a bulkhead for quarantine. Nah. Can we cut through it? No. It's too thick. But it might cycle open if I can power it up. Okay, das war verschwendete Zeit. Was auch unter Umständen ein Thema sein wird, ist, dass ich versuchen werde, möglichst alle Side-Missions zu machen und möglichst viel zu looten, weil was ich bislang im Pure Survivor Mode schon mal angespielt habe, so 1-2 Stunden, habe ich gemerkt, dass ich die Ressourcen brauche. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass ich nicht der beste Schütze bin. Ja. Das gibt's natürlich. Batteries! Entweder ist die Ishimura 200 Jahre alt oder die haben die gleichen Batterien seit 200 Jahren nicht geändert. Bench? With all the parts lying around here, I bet I can make a better weapon than this one. Yeah, smart thinking. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da muss ich jetzt wirklich kurz nachschauen, weil ob ich da irgendwas dran ende, was habe ich da gemacht? Ich habe mein Sturmgewehr unter meinen Plasma-Cutter geklebt. Schauen wir mal, ob wir eine Shotgun draus machen können, weil ich mag Shotguns. Shotguns sind toll, egal wer euch was anderes sagt, der hat nicht recht. Revolver ist schwul. Jeder, der sagt, Shotguns sind scheiße, hat keine Ahnung.
Ihr gehört nicht zu den Leuten, die sagen, dass Shotguns scheiße sind. Hm. Ich weiß, wo ihr wohnt. Okay, wo wollte ich hin? Da. Ah. Okay. Das hatte ich noch nicht gesehen, diese Widmungen an den Türen. Die habe ich jetzt erst das erste Mal gesehen. Man kann von modernen Spieleentwicklern halten, was man will, aber gerade... Entschuldigung. Gerade wenn es um so große Budgetsachen geht, sind viele, viele Details dabei und auch sowas. Das ist richtig schön. Ei. Genau das habe ich befürchtet. Hey guys, we're in trouble. What is it? What's going on? I just got jumped by what's left of the crew. What? Fuck. No one could survive that. They didn't. They got turned into those things. What? Okay. What do we do? You keep your weapon ready and stay the hell away from the ventilation ducts. If they get close, shoot for the lips. You got that? I said you got that. Yeah. Okay. Okay. Gleich wieder da. Munition bauen. Und da sind wir wieder. Wie man sieht, ich habe wieder Munition. Ich habe wieder ein bisschen was dabei. Das sollte erstmal reichen. Und ich bin circa ein Drittel meiner Ressourcen los, weil. Ah. Denk nicht mal dran. Du auch nicht. Ja, ich weiß, wie Chinese funktioniert. Danke, ich habe die anderen Spiele gespielt. Mehr Schrott, mehr Altmetall. Weg. Weg. Da liegt für gewöhnlich dann auch ein Artefakt. Das hatte ich auch schon aufgesammelt. Ja, hi, glaubst du, ich sehe dich nicht, ja? Ja, hi, komm her. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wow. Nicht nachladen, sonst verlierst du die restliche Munition, die in der Waffe ist. Ich hoffe, ich lerne das noch im Laufe des Spiels. Ich fürchte ja nicht. Basti. Da wird es eigentlich an sich nicht so schlimm wäre, prinzipiell. Altmetall, was die Hauptkomponente von Munition ist, ist mehr als reichlich vorhanden. So, schauen wir mal. Ich habe das da nicht gelootet, aber ich komme hier eh nochmal durch zurück. Altmetall ist vermutlich das häufigste. Ah, hier. Das Artefakt. Von Admiral Majori Graves zur CMS Roanoke alle gesamte Crew. Ich möchte jeden einzelnen von euch danken, in dieser historischen Expedition teilzuhaben. Niemals hat es einen würdigeren Grund, schlimmere Umstände gegeben, als die, mit denen wir uns heute gegenübersehen. Obwohl die meisten von euch nicht
Schnauze, ich lese hier was. Obwohl die meisten von euch nicht freigegeben sind, alle die vollen Details dieser Mission zu erfahren, wisst dies. Unsere Hoffnungen und Träume für eine bessere Zukunft stehen auf dem Spiel. Das Schicksal der Kolonien ruht auf euren fähigen Händen. So in etwa, meine Damen und Herren. Ja. Geh auf. Ich muss meinen Abzugfinger da mehr kontrollieren. Das verbraucht so viel Munition, ey. Das ist. Will ich jetzt verballern? Ein 20er Stack Muni ist weg. Durch die beschissenen 2,5 Räume. Oh. Ja, das wird spaßig. Das wird unglaublich spaßig. Wenigstens werfen sie das Zeug ja nach. Ein Dutzend billiger. Oh ja, die Teile. Die Dinge werden noch lustig. Elektroingenieur und so, ne? Alle Elektroingenieure unter euch werden sich einen Arsch abfreuen. Garantiere ich. Hier, glaube ich, lag ein. Ah! Nein, vielen Dank. Ich kaufe nicht. Aber ich nehme gratis Proben. Oh, meine Herren. So, das lockt. Lock. Das müssten die hier gewesen sein. Scav, ein paar Nummern, bla, Seriennummer, hier ist Ronok. Notiz an alle Offiziere. Ab sofort wirksam. Admiral Majori Graves ist auf ihre Quartiere beschränkt, bis weitere Befehle eintreffen. Eine Wache ist rund um die Uhr vor ihrem Zimmer zu postieren, um ihre Aktivitäten zu überwachen. Unter keinen Umständen darf niemand mit ihr sprechen. Das Kommando der Flotte liegt im Augenblick bei mir. Sämtliche Anfragen über planetenseitige Kanäle weiterleiten. Major General Spencer Mahat. SCAF, Military Police, irgendwas, Haufen Nummern, bla. Riecht nach einer ausgearbeiteten Meuterei. Da war ein Schaltkreis drin. Schaltkreis, ich will nicht nachladen. Gewehr. Medi geht es gut. Ich will so viel Ressourcen wie möglich aufheben, solange es geht, weil ich bei den nächstbesten Gelegenheiten meinen Anzug aufwerten will, soweit es geht. Aber unter Umständen kommen wir dazu das nächste Mal. Ich habe jetzt für diese Folge. Mache ich eine kleine Pause. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, seid das nächste Mal gerne wieder dabei, wenn es wieder heißt Dead Space 3 Pure Survival Mode. Bis dahin bin ich im Zwerghamster. Bye bye.